Television Zwickau. Deine Region im Bild. Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Gewerbestraße seit heute wieder freigegeben. Minister besichtigt Westtrassenbaustellen und Museumsrallye mit Tragetasche. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Freitagsausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell. Wir haben noch ein weiteres Thema, das hatten wir noch nicht angekündigt. Da schalten wir in die Spielstadt Mini Zwickau. Dazu später im Kulturteil dieser Sendung mehr. Wir kommen zum ersten Thema. Die Gewerbestraße zwischen Krossen und der Lippoldsruh ist seit heute Nachmittag wieder frei für den Verkehr. Sie war seit Mitte Mai gesperrt, weil sie umfangreich saniert wurde. Ursprünglich sollte sie schon eine Woche früher eröffnet werden, doch einige letzte Arbeiten hatten sich wetterbedingt verzögert. Die Arbeiter haben in den vergangenen Tagen nochmal alles gegeben, wie hier beim Aufstellen der Beschilderung. Die eigentlichen Arbeiten waren sehr umfangreich. Neben einer neuen Fahrbahn inklusive der Markierung wurden auch die Bankette saniert. Mit der heutigen Freigabe wird auch die Zwickauer Innenstadt merklich entlastet. Denn die Gewerbestraße ist die offizielle Verbindung zwischen den Autobahnen A4 und A72 bzw. der A72 und dem VW-Werk und entsprechend stark frequentiert. Die Sanierung dieser wichtigen Verbindung hat rund 2,3 Millionen Euro gekostet und wurde vom Freistaat bezahlt. Am Donnerstag besuchten Dr. Jürgen Martens, sächsischer Staatsminister der Justiz und für Europa, und Staatssekretär Roland Werner die aktuellen Baustellen an der Westtrasse rund um Werdau. Dass sich Bauherren über den Fortschritt ihrer Projekte informieren, ist landläufig gesagt recht und billig. Nur billig ist eben beim Straßenbau ein sehr selten verwendeter Begriff. Erster Besichtigungspunkt war die Verlegung Fraureuth. Hier wird die Mühlenstraße mittels eines Brückenneubaus über die Bahnstrecke und die künftig parallel dazu verlaufende neue Staatsstraße S289 geführt. Im April war erster Spatenstich, nun sieht man bereits die Brücke wachsen. Hier soll die S289 aus der Ortsmitte heraus an den Rand gelegt und in Richtung Römersgrün und weiter nach Reichenbach geführt werden. Die 15 Millionen Euro für diesen Abschnitt werden aus Landesmitteln finanziert. Über das bereits fertiggestellte Teilstück der Westtrasse gelangten die Besucher in wenigen Minuten vom südlichen zum nördlichen Stadtrand von Werdau und weiter zur nächsten größeren Baumaßnahme. Die 345 Meter lange Talbrücke über den Pfarrgraben und die Kreisstraße K9374 ist Teil der Verlegung der S289 nördlich Werdau. Und hier kommt Europa ins Spiel. Die 16 Millionen Euro für diesen Bauabschnitt mit 2,8 Kilometern Länge werden aus EFRE-Mitteln bezahlt. Dieser Europäische Fonds für regionale Entwicklung greift immer dort, wo Infrastrukturprojekte die Entwicklung einer Region voranbringen, die Finanzierung aus Eigenmitteln aber nicht machbar ist. Eben ein Stück Europa für den Bürger. Die gleiche Finanzierungsart zeigt bereits Ergebnisse an der Baumaßnahme Verlegung S289 Neukirchen. Dort überspannt die neue Staatsstraße unter anderem die S294 und das Langenrheinsdorfer Tal. 4,5 Kilometer Länge und 6 Brückenbauwerke kosten hier mal eben 36 Millionen Euro. Verschiedene Lärmschutzmaßnahmen, Umweltschutz und Sicherheit gehören natürlich auch dazu, wie zum Beispiel die Abstützung der Böschungen mit grobem Schotterwerk. Am Ortsausgang von Neukirchen kreuzt die S289 dann die S290, auf der man recht schnell zur Autobahn A4 gelangt. Natürlich gibt es immer noch genügend Menschen, die den Sinn solcher Straßenbaumaßnahmen nicht erkennen. Vorschlag: einfach einmal, wie ein Dienstleister mit festgelegten Terminen, von Werdau über die Mitteltrasse nach Ebersbrunn fahren und die gleiche Strecke zurück, so wie früher, mitten durch Zwickau. Viel Spaß! Werbung. Großer Liquidationsverkauf. Polstergarnituren, Fernsehsessel, Vitrinen, Anbauwände und Couchtische zu absoluten Dumpingpreisen. Ob Möbel aus Überproduktion, Restbestände oder Messemodelle.
Alles ist Qualitätsware mit voller Garantie. Die Preise sind verhandelbar. Geben Sie uns Ihr Gebot. Karl-Liebknecht-Straße 3 in Oberhohndorf. Direkt an der Wildenfelser Straße im alten Edeka. Nur für begrenzte Zeit. Jetzt zuschlagen. Für Fußgänger. Für Radfahrer. Für Autofahrer. Für Biker. Für Brummifahrer. Für alle. Der Verkehrssicherheitstag auf dem Sachsenring. Am 27. Juli ab 10 Uhr. Die größte und unterhaltsamste Veranstaltung zur Verkehrssicherheit in ganz Sachsen. Auf nach Hohenstein-Ernsthal zum Verkehrssicherheitstag am 27. Juli. Wissen Sie, was erfolgreiche Menschen von anderen unterscheidet? Sie nutzen die Chancen. Nutzen Sie Ihre Chancen bei Hofmann Personal. Wir bieten Arbeitsplätze in der Region. Bewerben Sie sich jetzt bei Hofmann Personal. Lutherstraße 18 in Zwickau. Hofmann Personal. Ich mag meinen Job. Uta Rödermoden. Seit 1991 das Bekleidungsfachgeschäft im gehobenen Genre für Damen und Herren. Die erste Adresse in Sachen anspruchsvoller Modemarken. Hier finden Sie hohe Fachkompetenz bei Beratung und Verkauf stilvoller Bekleidung. Schauen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Uta Rödermoden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Mit Ich und Ich war er ganz oben. Jetzt kommt Adel Tawil mit seiner Liedertour 2014 auf die großen Bühnen der Republik zurück. Er erzählt von seinem Leben, das eigentlich für zwei reicht. Erleben Sie den charismatischen Sänger und Songwriter, wenn er mit seiner Open-Air-Tour am 12. September Station auf Zwickaus Freilichtbühne macht. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de.
oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Martin und Schwedler, Ihr Partner für moderne Heimelektronik. Fachhändler für Löwe, Panasonic, Mobilcom, Debitel und Sky. Unser Service umfasst den Verkauf und Reparaturservice für TV-Geräte, Computer- und Telefonanlagen, Wartung von PC-Netzwerken, SAT- und Kabelanlagen und natürlich einen kostenlosen Lieferservice bei Neukauf. Bei TV-Reparaturen holen wir das defekte Gerät beim Kunden ab und stellen für die Zeit der Reparatur ein Leihgerät zur Verfügung. Martin und Schwedler, Hauptstraße 98 in Steinpleis. Hört man den Begriff Rallye, dann denkt man unweigerlich an den Motorsport. Dass man unter dieser Überschrift auch einen kulturellen Wettbewerb veranstalten kann, hat das Museum Priesterhäuser am gestrigen Donnerstag unter Beweis gestellt. Kooperationspartner waren die Burg Schönfels, der Dom St. Marien und die Galerie am Domhof. Sinn der Rallye ist es, Kindern und Jugendlichen aus sozial und strukturell benachteiligten Schichten über einen ganzen Tag verschiedene Einrichtungen des Kulturraums vorzustellen und so Interesse und Begeisterung für Museen, Burgen, Kirchen und andere Kultureinrichtungen der Region zu vermitteln. Das geht freilich nicht ohne Sponsoren. Das ist eine Museumsrallye, die für den Kulturraum ist, für den Kulturraum Vogtland-Zwickau und ja auch von denen gesponsert wurde. Weiter gibt es den großen Sponsor Kaiser Reisen, der uns also einen Bus bereitgestellt hat. Und wie das zustande kam, ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Mit der Dorothea List, das ist eine Galeristin aus Wildenfels, haben wir so einen kleinen Stammtisch initialisiert. Das sind Künstler, Kunstschaffende, Kulturvermittler und Museumsmenschen, die da ja regelmäßig ungefähr alle 8 Wochen zusammenkommen. Und da bei diesem Stammtisch ist eben diese Idee für eine Rallye entstanden, um eben verschiedene Einrichtungen nicht nur von der Stadt Zwickau, sondern auch vom Kulturraum so ein bisschen zusammenzuführen für Kinder. Wie beim Rallye-Sport mussten bei der Museumsrallye an verschiedenen Orten Wertungsprüfungen absolviert werden. Inhaltlich ging es vor allem um das Thema Mittelalter. Henkelbeutel, die in der Domhofgalerie bedruckt wurden, spielten ebenfalls eine zentrale Rolle. Burg, Priesterhäuser, Marienkirche und natürlich hier dieser Holzschnitt, der so ein bisschen stilistisch da angepasst wurde. Das gehört da zusammen. Dann das haptische Element von der Rallye ist heute dieser Beutel. Egal, wo wir heute waren, wurde irgendwas dann noch mit dem Beutel gestaltet, gemacht. Und dann gibt es halt dann so kleine Teilaufgaben bei der Rallye. Ne? Wir waren jetzt oben auf dem Kirchturm und da war es auf jeden Fall für das ein oder andere Kind ein großes Erlebnis, ein großes Abenteuer auch. Auch eine Angstüberwindung, diese Treppen dann eben zum Beispiel noch mit in Kauf zu nehmen heute. Einfacher und mit weniger Anstrengung verbunden war das Bedrucken der Tragetaschen. Dafür hatte die Zwickauer Künstlerin Annette Fritsch eine Reihe von Motiven vorbereitet. Nach der Auswahl der passenden Farbe wurden die Herzen, Kreuze oder ein mittelalterlicher Zwickau-Schriftzug aufgewalzt oder mit dem Bügeleisen aufgetragen. Und so verwandelte sich mancher Stoffbeutel auf diese Weise in eine reich verzierte Kulturtragetasche. Letzte Station der ersten Zwickauer Museumsrallye waren die Priesterhäuser und das aus einem ganz bestimmten Grund. Weil hier Zwickau, der Schriftzug Zwickau auf die Beutel aufgebracht wird, wollte ich gerne noch mit den Kindern das Wappen, das Zwickauer Stadtwappen, genauer anschauen, die einzelnen Inhalte und Teile so ein bisschen analysieren bzw. wenigstens drüber reden, was sehen wir. Und dann zum Schluss noch einen Button machen in 2 verschiedenen Größen, wo wir dann eben das auch noch mit für den Beutel dann sozusagen haben. Geht es nach Isabel Kühnreich, sollen der ersten Museumsrallye noch viele weitere folgen. Ideen gibt es genug. Sie müssen nur finanziert werden können. Also das würde ich mir sehr wünschen. Leider ist sowas relativ preisintensiv. Also man braucht auf jeden Fall einen Förderer, um sowas gestalten zu können. Sicherlich, wenn das innerhalb von einer Stadtgemeinschaft ist, wo man also von einem Punkt zum anderen gut laufen kann, ist das dann wieder ein anderes Thema. Genauso, wenn man eben so gute Partner wie zum Beispiel bei uns Kaiserreisen mit dabei hat. An sich würde ich mir das sehr, sehr wünschen, dass wir noch mehr solche Rallyes dieser Art machen, auch mit anderen Einrichtungen. Ich kann mir da ganz viele Einrichtungen ganz, ganz gut vorstellen. Wir uns übrigens auch, nicht nur in Zwickau. Kulturelle Einrichtungen gibt es genug im Zeitsprungland. Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Familien leider ebenfalls.
Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat den Ortsverband Zwickau vom Technischen Hilfswerk mit der Fluthilfemedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Diese Ehrung ist nach der sächsischen Fluthilfemedaille bereits die zweite Auszeichnung für die Zwickauer THW-Helfer. Die Einsatzkräfte hatten im vergangenen Jahr neben Zwickau auch in Gersdorf, Dresden, Eilenburg, Torgau und Zeithain mitgeholfen. Die Männer und Frauen machen diese Arbeit ehrenamtlich. In der Gemeinde Hartmannsdorf hat Kerstin Nikolaus heute ihre Amtsgeschäfte als ehrenamtliche Bürgermeisterin wieder aufgenommen. Der erste wichtige Programmpunkt wird die konstituierende Sitzung des Gemeinderats am 31. August sein. Dieser wurde zur Kommunalwahl im Mai neu gewählt. Zunächst steht jedoch am 7. August die Bürgerversammlung zum Thema Hochwasserschadensbeseitigung an. Benutzer der Straßenbahn in Marienthal müssen sich ab September auf Schienenersatzverkehr einstellen. Vom 1. September bis 7. November wird die Marienthaler Straße zwischen Goethestraße und Fritscheplatz voll gesperrt. In diesem Bereich werden die Gleise grundhaft saniert. Nach Angaben der städtischen Verkehrsbetriebe verläuft der Schienenersatzverkehr über die Werdauer Straße zum städtischen Klinikum. Die Haltestellen Paulusstraße und Fritscheplatz können dadurch nicht bedient werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Ich hatte es zu Beginn dieser Sendung bereits angekündigt. Wir schalten auch in dieser Sendung wieder rüber in die Spielstadt Mini-Zwickau. Dort gibt es auch einen eigenen Fernsehsender. Und gestern war in Mini-Zwickau Bürgermeisterwahl. Und unsere jungen Kollegen von Mini-Zwickau waren selbstverständlich mit ihren Kameras dabei, haben Stimmen eingefangen. Und wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt an. Heute am 24. Juli findet die Bürgermeisterwahl im Mini-Zwickau statt. Es wird einen Oberbürgermeister, einen Bürgermeister für Finanzen und einen für Kultur geben. Zur Auswahl stehen die 5 Kandidaten Hanna, Leon, Elisabeth, Max und Nico. Die Wähler konnten von 9 bis 11 Uhr wählen. Nach einer knappen Wahl wurde die neue Bürgermeisterin Hanna bei der Bürgerversammlung vorgestellt. Vielleicht noch der Hinweis, das waren sehr, sehr knappe Wahlen. Also es ist wirklich nicht so, da waren manchmal zwischen den Bürgermeistern nur eine Stimme oder zwei Stimmen. Die haben alle, also fast ähnliche Ergebnisse, also war nicht viel dazwischen. Es war wirklich eine richtig knappe Geschichte und deswegen eigentlich Applaus nochmal für alle, dass sich überhaupt noch zur Wahl haben aufstellen lassen. Wie fühlt man sich als neue Oberbürgermeisterin von Mini-Zwickau? Sehr glücklich. Was sind deine Wahlversprechen? Mein Wahlversprechen war, dass es mehr Jobs in Mini-Zwickau geben wird. Und wie willst du dein Wahlversprechen umsetzen? Dass ich erstmal die Kinder frage, was sie alles noch für Jobs vorschlagen. Und dann werde ich dafür sorgen, dass es auch Paten für die Jobs gibt. Und im nächsten Jahr wird es die Jobs dann hoffentlich geben. Warum hast du kandidiert? Ich habe kandidiert, weil ich wissen wollte, wie es ist, so große Verantwortung zu haben.
Das war Hanna. Wir wünschen ihr viel Glück und Erfolg. Der Zwickauer Verein Aktiv ab 50 plant einen neuen Service für Senioren und deren Angehörige. Geplant ist eine zentrale Anlauf- und Koordinationsstelle rund um die Themen Alter, Gesundheit, Pflege und Soziales. Gerade ältere Menschen fühlen sich oft einsam, alleingelassen und vom Leben abgeschnitten. Das soll mit dem neuen Projekt nun geändert werden. Die offizielle Vorstellung ist am kommenden Mittwoch 14 Uhr im Marienthaler Haus der Begegnungen. Die Priesterhäuser bieten am Mittwoch im Rahmen des Sommerferienprogramms eine Detektivschule für Kinder an. Fachkundige Anleitungen bekommen die Teilnehmer von der Zwickauer Krimi-Autorin Claudia Pulfürst. Nach der Theorie folgt dann der Praxistest, ein Kunstraub in den Priesterhäusern, den die Kinder aufklären müssen. Voranmeldungen sind derzeit noch möglich. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch um 15 Uhr. Werbung. Sie hat 3 Jahrzehnte Musikgeschichte geprägt. Nena, die ewig jung gebliebene. Mit dem Welthit 99 Luftballons begeisterte sie in den 80ern. Die 90er Jahre prägte sie mit ihrer Solokarriere. Jetzt ist sie mit einem furiosen Comeback zurück auf Deutschlands Bühnen. Seien Sie am 5. September dabei, wenn Nena die Freilichtbühne zum Kochen bringt. Karten gibt's an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Meter. 5 Türen. Mirror Screen. Faltdach. Rückfahrkamera. Der neue Citroën C1. Die Stadt ist seine Natur. Citroën. Kreativtechnologie. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS am Kreuzberg in Zwickau-Oberplanitz. 60 Jahre Wohnen in Genossenschaften. Das muss gefeiert werden. Am 6. September in der Stadthalle Zwickau mit der Münchner Freiheit. Und im Vorprogramm Geier Sturzflug. 2 Legenden der neuen deutschen Welle kommen nach Zwickau. Am 6. September 19.30 Uhr. Karten zum Hammerpreis von 12,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Präsentiert von den Wohnungsbaugenossenschaften WEWOBAU, ZWG und WBG Zwickau-Land. Schwimmen, saunieren, entspannen und wohlfühlen. Das alles können Sie im öffentlichen Spa- und Wellnessbereich vom Hotel Pension Flexig in Hartmannsdorf bei Kirchberg erleben. Täglich ab 8 Uhr lädt das Schwimmbad mit Sauna sowie Massagebereich zum Entspannen ein. Zudem bietet die gepflegte Einrichtung mit speziell ausgebildeten Schwimmlehrern und Physiotherapeuten Massagen, Baby- und Kinderschwimmen, medizinische Wassergymnastik und Aquajogging an. Informieren Sie sich auch unter www.schwimmhalle-flexig.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Telekolumbus präsentiert die superschnelle Doppelflat. Machen Sie jetzt den Sprung zu Internet mit bis zu 128 Megabit und zu unserer supergünstigen Telefonflatrate.
Wechseln Sie jetzt zur Zweier-Kombi. Die Internet- und Telefon-Flat. Schon ab 19,99 Euro im Monat. Bestellen Sie jetzt unter www.telekolumbus.de oder in Ihrem Telekolumbus-Shop. Telekolumbus. Der BSV Sachsen hat schon seit längerem ein hohes Ziel, den Aufstieg in die erste Bundesliga. Um das Vorhaben zu meistern, soll in den kommenden Wochen zunächst im athletischen Bereich gearbeitet werden. Der Vorbereitungsplan sieht auch zwei Turnierteilnahmen vor, darunter auch eine in eigener Halle am 2. August. Des Weiteren stehen zwei Testpartien gegen den tschechischen Meister DHK Most auf dem Plan. Das erste Pflichtspiel der Saison steigt am 6. und 7. September auswärts beim Drittligisten Berliner TSC. Der Bundesliga-Auftakt erfolgt eine Woche später. Mit einem Auswärtsspiel bei den Star Bulls Rosenheim starten die Krimmetschauer Eispiraten am 12. September in die neue Saison. Das geht aus dem gestern veröffentlichten DEL2-Spielplan für die kommende Saison hervor. Meister Fishtown Pinguins beginnt das Projekt Titelverteidigung gegen den EC Bad Nauheim. Vizemeister Bietigheim Steelers muss am ersten Spieltag beim EV Landshut ran. Wie die deutsche Elite-Liga bestreitet auch die DEL2 ihre Meisterschaft mit 14 Teams. Am Samstag ist es heiter und nur leicht bewölkt. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer von 13 bis auf 29 Grad. Der Wind weht schwach aus südöstlicher Richtung. Hier sind die Wetteraussichten bis Dienstag. Die nächsten Tage verlaufen wechselnd bewölkt bei steigendem Gewitterrisiko. Es bleibt mäßig warm mit Höchsttemperaturen am Dienstag bis 24 Grad. Bevor ich mich von Ihnen verabschiede und Sie ins Wochenende entlasse, habe ich noch einen Programmhinweis in eigener Sache. Denn Television Zwickau hat eine neue Sendung. Die heißt Evangelisch in Sachsen. Und die sehen Sie am Sonntag erstmals bei uns im Programm. Ja, hier sind die genauen Sendezeiten. Evangelisch in Sachsen sehen Sie am Sonntag um 10.30 Uhr und um 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen wundervollen Freitagabend, ein schönes Wochenende und ich würde mich freuen, Sie am Montag zur gewohnten Zeit wieder begrüßen zu können. Bis dahin, machen Sie es gut. Werbung. Television Zwickau.